klein, wendig und tödlich. Mit Drohnen versuchen die Ukrainer, die russischen Angreifer zurückzudrängen. Sie beobachten das Schlachtfeld, spüren den Gegner auf. Drohnen bestimmen immer mehr den Kriegsverlauf. Die ukrainische Armee versucht jetzt, Drohnen abzuschießen. Zwei wurden bereits abgeschossen, aber es müssen noch mehr über der Stadt sein. Selbst 1000 Kilometer von der Front entfernt können Drohnen zuschlagen, Schlachtschiffe versenken und militärische Infrastruktur zerstören. Ein Sprengkopf macht die Drohne zum tödlichen Geschoss. Das Schlachtfeld in Echtzeit. Der Drohnenpilot bestimmt über Leben oder Tod. Wenn der Soldat klar zu erkennen gibt, dass er aufgibt, dann ist dem Pardon zu gewähren. Drohnen, zu Wasser, an Land oder in der Luft. Der Krieg in der Ukraine. Es ist der erste echte Drohnenkrieg. Auf dem Weg Richtung Front. Immer wieder ausgebrannte Wracks, zerstört von russischen Drohnen. Gegen Mittag herrscht in der ostukrainischen Kleinstadt Krasnohorivka relative Ruhe. Es ist Mitte Februar. 2 Jahre Krieg haben den Ort in eine Gespensterstadt verwandelt. Nur wenige der ursprünglich 16.000 Einwohner sind geblieben. Wir sind in Krasnohorivka, eine Stadt ganz nah an der Frontlinie. Wir können auch nicht lange hier bleiben. Da hinten, wo man diese Abraumhalden der Minen sieht, und dort sind die russischen Positionen. Die ukrainischen Soldaten, die Armee liegt quasi hier vor uns. Und wir werden relativ schnell wieder zurückfahren, nur dass man mal die Nähe sieht. Bei einem Zwischenhalt treffen wir ein Mitglied der Territorialverteidigung, Kampfname Seven. Er ist im Einsatz an einem der schwierigsten Frontabschnitte. Immer wieder versuchen die russischen Angreifer, die Verteidigungslinie zu durchbrechen. Seven will sich heute einen Überblick über die Lage verschaffen. Wir begleiten ihn. Am Himmel über Krasnohorivka immer wieder kleine Drohnen. Alles muss sehr schnell gehen. Vereinzelt russische Artillerie. Seven führt uns zu einem verlassenen Haus am Ortsrand. Etwas Schutz für den Fall der Fälle. Und wie gefährlich ist die Situation jetzt? Sie könnten uns entdecken und das Feuer eröffnen. Open fire. Seven bereitet eine handelsübliche Drohne für den Aufstieg vor. Er will aufklären, was sich in der Umgebung abspielt. Wie viele Kilometer sind die russischen Streitkräfte entfernt? Nicht weit. Von dieser Position weiß ich nicht genau. Die Karte verrät, die russische Armee ist bis zu 1 Kilometer an die ostukrainische Stadt herangerückt. Ich muss eine spezielle Software installieren. Die Software verschlüsselt die Standortdaten der Drohne. Einfach so zu starten, könnte tödlich enden. Sie könnten uns lokalisieren und auf einer Karte sehen, von wo die Drohne gestartet ist. Der Blick auf Krasnohorivka. Nicht weit von uns entfernt, das von den Russen kontrollierte Gebiet. Ein ehemaliger Bergbaubetrieb mit Förderturm, eine russische Stellung. Rückblick. 2 Wochen zuvor, ukrainische Kamikaze-Drohnen greifen die russische Stellung am Förderturm an. Eine mit Sprengstoff bestückte Drohne explodiert in dem Gebäude. Russische Soldaten in Schneeanzügen unter Beschuss. Heute herrscht Ruhe. Nirgends erkennbare Bewegungen. Das schnelle Ende eines riskanten Einsatzes. Am Rande eines Industriegebiets. Home, sweet home. Wie gefährlich Sevens Einsatz war, zeigen diese Bilder des russischen Militärs. Nur wenige Tage später greifen die Russen das Industriegebiet an. Kurz darauf schreibt ein russischer Militärblogger, die Angriffe hätten auch einer ukrainischen Drohnenstellung gegolten. Drohnen sind in diesem Krieg zu einem entscheidenden Faktor geworden. Über eine Videobrille sieht der Soldat, was die Drohne sieht.
Punktgenau lässt sich so eine mit Sprengstoff präparierte Drohne ins Ziel steuern. Umgebaute Baumarktdrohnen können millionenschwere russische Militärtechnik pulverisieren. In der Geschichte der Menschheit, und diese Geschichte ist vor allem eine kriegerische, haben wir immer wieder erlebt, wie die Einführung von verschiedenen technologischen Entwicklungen und Waffensystemen das Wesen des Krieges grundsätzlich verändert hat. Drohnen sind ein so ein Beispiel, wo bereits über eine Evolution hinausgehend es tatsächlich zu einer revolutionären Entwicklung kommt. Denn die Drohne ist das System, das es möglich macht, eigentlich ein gläsernes Gefechtsfeld zu schaffen. Gläsernes Gefechtsfeld. Aufklärungsdrohnen registrieren jede Bewegung des Gegners. So wie bei diesem russischen Angriff auf Krasnohorivka. Die Antwort der Ukraine: Kampfdrohnen und Artillerie. So verhindern sie den Durchbruchsversuch. Zurück vor Ort, nicht weit von Krasnohorivka, treffen wir ein Aufklärungsteam. Zufällig. Die Piloten müssen wir zu ihrer eigenen Sicherheit unkenntlich machen. Vor dem Krieg arbeitete der Pilot als Hochspannungselektriker. Jetzt fliegt er Aufklärungsmissionen. Drohnen hält er für unverzichtbar. Die sind sehr wichtig für die Aufklärungsarbeit, zum Aufspüren der Gegner, aber auch für Angriffsmissionen. Er zeigt uns seine Aufnahmen. Krater an Krater. Panzerspuren. Zerstörung, soweit das Auge reicht. Der Krieg in der Ukraine. Noch nie in der Geschichte wurde ein bewaffneter Konflikt so umfassend mit Videos dokumentiert. Das liegt am massenhaften Einsatz von Kameradrohnen, erklärt Militärexperte Markus Reisner. Aber am Beginn war die Drohne vor allem das fliegende Auge, das man eingesetzt hat, um Waffensysteme wie zum Beispiel Artillerie oder ähnliches einzusetzen, bis die Drohne dann zunehmend im Verlauf des Krieges selbst zur Waffe geworden ist, indem sie Sprengkörper abgeworfen hat oder sich in ein Ziel gestürzt hat. Der Grund für diese Entwicklung: die ukrainischen Streitkräfte sind an weiten Teilen der Front in die Defensive geraten und an einigen Abschnitten konnten die Russen sogar durchbrechen. Weil den Ukrainern die Munition ausgeht und der Westen nicht wie versprochen liefert. Den Munitionsmangel versuchen die Ukrainer auszugleichen mit kleinen, wendigen First-Person-View-Drohnen. Entlang der Frontlinie werden sie für die russischen Streitkräfte zur tödlichen Gefahr. Die First-Person-View-Drohne gibt ihnen die Möglichkeit, im Prinzip bis zum Einschlag der Drohne, die mit einem Sprengkörper, der meistens also zum Beispiel von einer Panzerabwehrwaffe auch kommt, tatsächlich noch den unmittelbaren Einschlagspunkt zu bestimmen. Jetzt ist es so, dass zum Beispiel ein Kampfpanzer eine schwache Stelle hat. Das ist der hintere Teil, und zwar vor allem der Teil, wo der Turm mit der Wanne verbunden ist. Und auf diesen Punkt zum Beispiel können sie mit der Drohne sehr präzise wirken. Und was dazu kommt, ist, dass man also die Drohne mittlerweile, weil sie so massiert verfügbar ist, sogar gegen einzelne Soldaten einsetzt. Im Ukraine-Krieg sind Drohnen zu mächtigen Waffen geworden, nicht nur auf kurzer Distanz. Da sehen wir gerade auch in dem Versuch der Ukrainer, die strategischen Luftkampagnen der Russen gegen die kritische Infrastruktur der Ukraine zu beantworten, mit eigenen Angriffen in die Tiefe Russlands, abzielend vor allem auch auf die kritische Infrastruktur Russlands. Hier in diesem konkreten Fall die Raffinerien, die Erdölproduktionsanlagen, über die ja Russland nach wie vor trotz Sanktionen Geld einnimmt. Und wie wir das jetzt vor kurzem gesehen haben, wo man versucht hat, die Drohnenfabrik der Russen anzugreifen, die diese iranischen Drohnen baut. Also viele, viele hundert Kilometer hinter der eigentlichen Front, an der gekämpft wird. Was in der Luft funktioniert, funktioniert auch auf dem Wasser. Hunderte Kilometer von der ukrainischen Küste entfernt schlagen unbemannte ukrainische Seedrohnen ein. Sie verfügen über Satellitennavigation. Der Angriff erfolgt im Drohnenschwarm. Die Besatzung des russischen Kriegsschiffes chancenlos. Und auch an Land Drohnentechnik. Ein ukrainischer Kampfroboter sprengt eine Brücke bei Bachmut. Seit Herbst 2022 setzt auch Russland auf Billigdrohnen, um die ukrainische Infrastruktur anzugreifen.
Ein Land in Finsternis. Ein Supermarkt, der nur noch mit einer Notbeleuchtung läuft. In Mykolaiv ist der Strom ausgefallen. Russland hat heute weite Teile des Landes beschossen, offenbar Kraftwerke und Energieanlagen getroffen. Und das ist jetzt die Folge. Bei den russischen Luftangriffen kommen aus dem Iran importierte Shahed-Drohnen zum Einsatz. Die Bauweise ist einfach. Ein Flugkörper mit Sprengkopf, ein GPS-Modul für die Navigation. Angetrieben mit einem simplen Zweitaktmotor. Sie sind langsam und vor allem laut. Einzeln kein Problem für die ukrainische Luftverteidigung. Doch die Russen setzen bei Shahed-Drohnen auf Masse. Sie kann sehr schnell produziert werden und mit sehr einfachen Mitteln. Das Problem war, dass einer der Faktoren der Kriegsführung die sogenannte Übersättigung ist, in Englisch Saturation. Das heißt, man versucht, die Fliegabwehr des Angegriffenen durch den Einsatz von vielen, vielen Zielen gleichzeitig dazu zu zwingen, diese Ziele zu bekämpfen. Die ukrainische Armee musste lernen, mit russischen Drohnenschwärmen umzugehen. Das billigste Mittel ist aus alter Zeit des Kalten Krieges stammend der deutsche Gepard, der wohl in der Lage ist, diese Ziele rasch aufzunehmen und durch Maschinenkanonenfeuer zu bekämpfen. Die Abwehr von Drohnenangriffen. Für die ukrainischen Verteidiger mittlerweile Alltag. Auch an unserer letzten Station. Ziel der Fahrt ist Kupjansk im Landkreis Charkiw. Die Stadt kommt nicht zur Ruhe. Einen Tag vor unserer Ankunft schlugen russische Gleitbomben in ein Wohnviertel ein. Es gab Tote und Verletzte. Auch die Verteidiger von Kupjansk haben kaum noch Munition. Im Zentrum treffen wir Maxim Radchenko von der 113. Brigade. Krisen zwingen uns, nach alternativen Lösungen zu suchen. Die Defizite bei der Munition haben wie ein Katalysator für die Entwicklung der Drohnen gewirkt. Meine Kollegen und ich sind überzeugt, dass Drohnen einen festen Platz haben. Hier gibt es das Aufklärungsteam und hier gibt es eine Drohnengruppe. Dass Drohnen allein die fehlende Artilleriemunition ersetzen können, daran zweifelt er. Das Fehlen von Granaten bereitet ihm ernste Sorgen. Die Frontlinie ist 1000 Kilometer lang und sehr flexibel. Der Gegner sucht ständig nach den schwächsten Punkten. Wir brauchen ausreichend Waffen für die ganze Frontlinie, damit wir schnell und effektiv reagieren können. Das ist sehr wichtig. Wenn wir nicht genug Artilleriemunition haben, dann brechen sie durch die Frontlinie. Unterwegs in der umkämpften Stadt. Plötzlich wird aus allen Richtungen das Feuer eröffnet. Später erfahren wir, Lancet-Drohnen wurden am Himmel gesichtet. Die russische Kamikaze-Drohne hat eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern. Sie bekämpft Panzer- und Artilleriestellungen. Lancet-Drohnen sind im Prinzip eine innovative Entwicklung der Russen, die so gebaut sind, dass man in der Lage ist, ein Ziel, das man erkennt, rasch aufzunehmen und diese Drohne kamikazeartig zum Einsatz bringt, indem die Drohne sich mit Sprengstoff beladen oder sie in dieses Ziel hineinstürzt. Fast eine halbe Stunde dauert der Angriff. Kleine Rauchwolken signalisieren Entwarnung. Diese Drohne zerstört. Ja, hier gibt es schon seit vielen, vielen Monaten den Versuch der russischen Armee durchzubrechen, nachdem sie im September 2022 die Stadt aufgeben musste. Die ukrainische Armee versucht jetzt, Drohnen, die hier unterwegs sind, abzuschießen. Zwei wurden bereits abgeschossen, aber es müssen noch mehr irgendwo über der Stadt sein. Bis zum Stadtrand laufen wir noch. Der Lärm des Artilleriegefechts wird immer lauter. So, jetzt sind wir doch relativ nah rangekommen. Wir müssen hier weg. Dort hinten im Wald wird heftig gekämpft.
Auf der Seite in dem Wald wird heftig gekämpft. Wir haben die Granaten fliegen hören. Es war sehr laut. Wir ziehen uns jetzt zurück. Der Krieg der Drohnen. Täglich dokumentiert. Die Bilder so grausam und unmenschlich, dass wir sie nicht offen zeigen können. Verletzte werden von Drohnen getötet. Ein russischer Soldat signalisiert dem Piloten, dass er aufgibt, wird trotzdem regelrecht hingerichtet. Wie ist das vereinbar mit dem humanitären Völkerrecht? Das Völkerrecht ist eindeutig, ja, und das gilt für beide Seiten. Wenn der Soldat klar zu erkennen gibt, dass er aufgibt, ja, und das gibt es doch eindeutige Zeichen, das Wegwerfen der Waffe, das Heben der Hände, ja, wenn er es überhaupt noch kann, ja, dann ist dem Pardon zu gewähren. Die richtige Entscheidung kann nur immer eine sein zugunsten des Menschen. Tatsächlich können auch in diesem Krieg Drohnen Leben retten. Ein russischer Soldat, der aufgegeben hat, bekommt von einer ukrainischen Drohne Anweisungen, wie er sich in Gefangenschaft begibt. Doch die Regel ist das nicht. Das Dilemma ist, dass wir auch hier in diesem Krieg wieder sehen, dass wir so schnell verrohen, auch die Konfliktparteien. Und das ist ein Vorgeschmack auf das, was wir in Zukunft möglicherweise sehen, dass der Krieg nicht präziser, sauberer und schneller wird, sondern langsamer, grausamer und aus völkerrechtlicher Sicht noch bedenklicher, als er früher war. Ohne Drohnen ist eine Verteidigung gegen die russischen Angreifer kaum denkbar. So präzise die neuen Waffensysteme auch sind, sie sollen den Gegner vernichten und das wird sichtbar wie nie in einem Krieg zuvor. Sind Drohnen die Kriegswaffen der Zukunft? Schreib's uns in die Kommentare. Wenn du wissen willst, wie forensische Ermittler mutmaßliche Kriegsverbrechen in der Ukraine aufdecken, schau dir unser Video Tatort Hostomel an.